warum mache ich jetzt ja eigentlich ein Video über die Politik? Weil, ja, das Leben sollte man als Ganzes sehen, nicht nur einzelne Bereiche wie Garten, Gesellschaft, Wirtschaft. Wir sind alle eins. Und wenn es in Zukunft Krieg gibt, dann betrifft das unser aller Leben und wir müssen uns einschränken. Und ja, die Angst kommt dann vor dem Krieg, vor der Gewalt. Neue Militärdoktrin. Merkels Regierung sieht Russland ab sofort als militärischen Gegner vor. Es soll ein Feindbild aufgebaut werden und in die Köpfe der Menschen gepflanzt werden. Ich habe was dagegen. Unsere Regierung, das jetzt ein Merkel-Regime ist, bereitet mit der NATO-Doktrin Feindbild Russland einen Angriffskrieg vor. Der böse Russe ist wieder mal der neue alte Feind, der Aggressor, ist klar die NATO. Aber für das System ist der Russe der Feind, weil er Maßnahmen ergreift, um sein Land zu schützen, seine Grenzen sichert vor der NATO, die ganz klar Soldaten und militärisches Material an die russische Grenze verlegen. Wer ist der Aggressor? Das ist die NATO und nicht Russland, die mit ihrem Militär ihre Bevölkerung schützen will, ihr Land, ihre Heimat. Mein Aufruf an die Soldaten: Geht heim zu euren Familien. Geht heim. Verlasst euren Dienst. Ihr seid Menschen und keine blinden Befehlsempfänger. Geht heim. Und unterstützt nicht die Wirtschaftskriege. Ihr seid nur dazu da, um neue Märkte zu erobern. Neue Märkte. Es geht denen nicht um Demokratie und Menschenrechte. Es geht denen nur um Märkte zu erobern, zu verwalten. Es geht denen rein nur um Macht. Macht und Geld. Macht und Geld. Und darum an die Soldaten: Geht heim. Geht heim. Bis bald, euer Dragonfly. Ciao.